Hallo und herzlich willkommen zum Tageslicht für Dienstag, den 19.09. Ja, schauen wir, worum geht's heute vor allem? Hatten wir nicht gestern den Rückzug? Das könnte hier auch sehr mit angezeigt sein. Der Turm, der für Rückzug steht, für ja, alleine sein, sich aber eben auch alleine fühlen, isoliert fühlen. Aber es kann eben auch durchaus bewusster Rückzug sein. Ne? Vielleicht auch ja, ein Richtungswechsel, ne? Vielleicht auch Rückzug, um sich auf einen Richtungswechsel zu konzentrieren, den in Gang zu bringen. Hier oben haben wir die sechs Pik mit dabei, das entspricht den sechs der Schwerter. Ne? Da werden eben alte ja, Streitigkeiten auch hinter sich gelassen, ja, alte innere Konflikte oder tatsächlich auch Konflikte im Außen, ja, unschöne Zeiten, Szenen. Egal in welchem Bereich, ob nun in der Liebe oder im Beruflichen. Ja, vielleicht auch ist es einfach das Hinter-sich-Lassen einer Streitigkeit, die gestern vielleicht auch vorgefallen ist, wie auch immer, ja. Aber na, hier macht man sich auch auf den Weg, bekommt man die Energie dafür, ne, in seiner Einzigartigkeit zu wachsen. Der Turm ist etwas Herausragendes, etwas, woran sich orientiert wird, wo man auch Zuflucht finden kann. Ja. Und ja, machst du dich auf den Weg? Dürfen wir uns auf den Weg machen? Sind wir dazu eingeladen? Ja, dieser Herausragendheit Aufmerksamkeit zu geben, sie zu fördern. Ne? Ja. Aber ne, vielleicht ist es tatsächlich heute auch so ein Stück weit Rückzug. Ja. Hast du auch Zeit und Gelegenheit dafür? Ne? Vielleicht durch einen freien Tag oder Urlaub. Oder ja, vielleicht auch durch Krankheit. Das kann auch sein. Oder auch in ja, einzelnen Auszeiten, vielleicht immer wieder in Pausen, dir über ja, eine neue Richtung auch Gedanken zu machen. Ne? Wieder ja, auch in mentale Balance zu kommen. Tu das dafür, ja, was nötig ist. Ne? An manchen Stellen könnten heute Behörden sicherlich auch wichtig werden, ne, unterstützen und fördern sie vielleicht auch neue Wege, ne, was weiß ich, Umzugskostenbeihilfe oder ja, Wohnungsbehörde, Vermieter, wie auch immer, ja, behördliche Angelegenheiten könnten heute eine Rolle spielen, unterstützend sein auch, ne, ja, nimmt die durchaus in Anspruch, ja. Hol Informationen dazu ein, falls das für dich nützlich sein könnte. Vier der Münzen. Naja, das zeigt schon auch ein ganzes Stück bei diesem Rückzug an. Das in sich gehen, ja, das ganz bei sich bleiben, ja, ein bisschen mit sich geizen eben auch. Aber manchmal tut es einfach auch Not, ne, um zu eigener Kraft und Stärke auch wieder zu kommen. Um sich ja, der eigenen inneren Kraft auch gewiss zu werden, ne? So, ja, zu sehen, zu erkennen, was einem an innerer Gabe, innerer Stärke, innerem Schatz einfach auch mitgegeben ist, ne? An Besonderheit, Herausragendheit. Und ja, das dann einfach auch zu stärken und zu fördern. Ne? Ja, schön passend zueinander hier auch, ne? Naja, vielleicht kannst du dir gerade auch, wenn es irgendwelche inneren Konflikte gibt, ne, hinsichtlich dessen, wo es im Leben hingehen soll, was deine eigene Kraft und Stärke ist, wie du auch wieder vielleicht körperlich zu Kraft und Stärke kommst oder innerlich, ne, in Umdenkprozesse auch hineinkommen kannst. Ja, vielleicht sind da tatsächlich Rückzüge auch nochmal wichtig, ne? Keine Ablenkung, sondern
ja, Konzentration einfach auch auf das, ja, was ansteht, was für dich ganz wichtig und wesentlich ist, ne? Sieh es nicht zu eng, okay? Viel zu schnell nehmen wir etwas persönlich. Doch oft ist es gar nicht so gemeint. Bleibe gelassen und fröhlich. Okay, und dann kann der Rückzug vielleicht einfach auch aufgrund von Missverständnissen geschehen, ja. Aber naja, wir können es nicht immer locker nehmen, das, was so an uns herankommt, an Worten oder an Gesten, ja, an Äußerungen, an Verhaltensweisen. Naja, aber wir sind hier durchaus auch dazu eingeladen, ne? Vielleicht ein Stück weit eben auch in Loslassenergie, in Lockerheit zu kommen. Ja, vielleicht tatsächlich auch Streitigkeiten hinter sich zu lassen, Meinungsverschiedenheiten, Missverständnisse. Nicht zu stark, ne, auf der eigenen Position zu verharren, könnte heute vielleicht auch wichtig sein, ne? Ja, aber es sind kleine Arkane, ne? Es ist eine Tagesenergie. Das geht einfach auch relativ schnell wieder vorbei. Ja, gute Wege trotzdem damit. Ja, vielleicht wird es möglich, ne, an dieser und jener Stelle vielleicht auch etwas lockerer zu lassen. Ne? Und damit ja auch in neue Fahrwasser zu kommen, auch im Miteinander. Alles Gute dafür und bis ganz bald, deine Tara von Tarot Rainbow.